Ja, und jetzt öffnen sich die Regenschirme. Die Unruhe wird wieder groß. Unter den Bedingungen lässt sich natürlich nicht gut Tennis spielen. Ruhe ist da keine zu finden. Und der Regen wird stärker. Eigentlich kann das nur noch eine Frage von Minuten sein, bis der Schiedsrichter unterbricht. Denn die Linien werden rutschig und die Gesundheit der Spielerin steht doch höher als jeder Zeitplan eines Turniers. Prüfende Blicke des Schiedsrichters. Noch mag er sich nicht dazu durchringen, zu unterbrechen. Bin gespannt, wenn eine der beiden Spielerinnen beginnt zu protestieren. Und erneut Break-Möglichkeit für die Titelverteidigerin, für Gabriela Sabatini, die ja Arantxa Sánchez Vicario auch das erste Aufschlagspiel abgenommen hat. Vergeben diese Chance. Da wollte die 22-jährige Argentinierin den Punkt erzwingen. Hochgespielt von Arantxa Sánchez Vicario. Schwierig zu nehmen. Und da verzieht Gabriela Sabatini den Ball. Einstand. Kuriose Regenhauben. Not macht erfinderisch. Deutet Arantxa Sánchez Vicario an. Schiedsrichter fordert den Linienrichter auf, die Marke zu prüfen. Und der sagt, der Ball war gut, hier die Wiederholung. Da hat sie vorsorglich mal gar nicht gespielt, die Spanierin. Falsche Entscheidung aus ihrer Sicht. Vorteil für Gabriela Sabatini. Erneuter Breakpunkt. Unterschnittene Rückhand der Argentinierin landet im Netz. Wieder Einstand. Zeit zum Luftholen für Arantxa Sánchez Vicario.
Vierten Mal Einstand in diesem dritten Spiel des ersten Satzes. Versucht, den Ball mit der Rückhand Longline zu spielen. Hätte Arantxa Sánchez Vicario vermutlich in Bedrängnis gebracht, aber der Ball landet im Netz. Sánchez Vicario verkürzt auf 1:2 im ersten Satz. Verregneten Rom auf dem Foro Italico, während die Zuschauer die Möglichkeit haben, während sie Arantxa Sánchez Vicario und Gabriela Sabatini bei der Arbeit zuzuschauen, den Schirm aufzuspannen, müssen die beiden Spielerinnen unter den Augen der Eltern, hier links Osvaldo Sabatini, weiter im Regen stehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Für die Laufleistung nicht belohnt worden. Ja.